Ja, was soll man machen, ne? Also es war ja, ist ja schon anspruchsvoll und ich da eigentlich gedacht, ja, okay, ich lass mir die Lösung kurz vorher nochmal, Wann habt ihr die Fähigkeit, selbst zu denken, wird noch jemanden verletzen? Ich habe mir halt gedacht, ich suche mir im Internet noch schnell die Lösung vorher raus, habe ich aber leider gerade vergessen. Jetzt keinen Bock, jetzt das schnell nachzugucken irgendwie im Internet, ne? Gott wird es euch danken. Das Consilio Rionale entbietet allen gläubigen Wallfahrern und allen Durchreisenden seine wärmsten und herzlichsten. Alles klar. Dann gehen wir mal hier rein. Ich guck mal gerade, ob ich aufnehme überhaupt insgesamt. Jo, alles klar. Und jo, alles klar. Sehr gut. Dann los geht's. Holen wir unseren alten Freund zurück. Holen unseren alten Freund zurück und töten alle Leute in diesen komischen Groben. Die gehen mir nämlich auch mächtig auf den Sack. Aber gut. Aber wir sind nämlich mächtig angepisst. Der Tempel der des Pythagoras. Katagon betritt, um Leonardo zu finden und von seinen Führern zu befreien. Kein Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Sag mir, wo der Eingang ist. Ach, Freund, du hast keine Ahnung. Zu glauben, du strebst nach Wissen, so wie ich. Was haben wir von Wissen, das wir nicht anwenden? Wir haben die Möglichkeit, eine bessere Welt zu schaffen. Eine, in der wir frei sind, unser eigenes Schicksal zu schmieden. Und was, wenn ich lieber kein Teil deiner Vision wäre? Das wäre dumm. Siehst du es nicht? Wir vernichten die Unwissenheit, befreien die Menschen von ihren Standesgrenzen und Königreichen, von ihren tierischen Gefühlen. Jedermann wird... ...dunkel zu verprügeln und das Volk Italiens erleuchten. Pythagoras vollkommene Zahl steckt in diesem Tempel. Wir wissen es beide. Die Zahl findet sich in der ganzen Natur, in allen Dingen. Sie ist die Quelle. Mit ihr können wir die Köpfe und Herzen der Menschen öffnen und sie mit Wissen füllen. Wie der Herr, so ist geschärft. Das ist der hermetische Eid. Zusammen verwandeln wir die Menschheit in Götter. Jetzt zeig mir den Eingang. Warum? Halt! Ezio Auditore! Ihr, der ihr Cesare Borgia festnahmt, römischer Ignoranz ein Ende setztet, überzeugt unseren Freund Leonardo, den Tempel zu öffnen und das goldene Zeitalter einzuläuten. Soll ich unseren Freund mit Tritten überzeugen? Oder wäre euch meine Klinge lieber? Im Gegenteil. Mir wäre nichts lieber als eine freundschaftliche Lösung. Helft Leonardo, Vernunft anzunehmen. Mit der vollkommenen Zahl können wir die Menschheit neu erschaffen. Nicht nach meinem Credo. Dann findet die Revolution ohne euch statt. Ucciderlo! Jetzt! Ey, echt jetzt? Leonardo, ich muss es wissen! Bitte, für die Zukunft der Menschheit! Oh, Scheiße, jetzt hab ich's nicht geschafft. Fucking...
Los! Oder! Oh, kommt doch her, Freunde. Los! Stoppt ihn! Wie einfältig. Haltet euch fern von mir, Assassino! Im Innern sind wir alle gleich. Und doch setzen diese Leute die Hexenjagd fort. Sollen wir unsere primitive Herkunft denn nicht überwinden? Firenze gegen Venezia, Venezia gegen Roma. Ewig kämpft eine Gruppe Narren gegen eine andere. Ist es das, was ihr wollt? Ihr? Ein Assassine? Ein Feind des Wissens? Man muss die Wahrheit aus freien Stücken suchen. Zwingt ihr sie anderen auf, erreicht ihr gar nichts. Diese verlorenen, verfeindeten Reiche. Ich hätte ihr Leiden beendet. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Komm, verschwinden wir von hier. Das geht nicht, Ezio. Nicht ohne den letzten Raum des Tempels zu erreichen. Du bist verletzt. Das wird schon wieder. Wenn diese Zahl noch intakt ist, riskieren wir, dass ein anderer Narr sie findet. Kommst du? Nimm die Fackel. Ich werde vorgehen. Gut, dann gehen wir mal. Zum Glück konnte ich Massimo mit den Bildern hinhalten. Das hat sie massiv zurückgeworfen. Nach Pythagoras bewegt sich die Seele durch Spalten in der Erde, wie ein Lichtstrahl. Sie entzündet Feuer, und Feuer steht für Wissen. Okay, dann gehen wir weiter und klettern ein bisschen. Nun komme ich wieder hier hoch. Du hast es fast geschafft! Du hast leicht reden. Jo. So, hoch hier.
So. Wir müssen weiter. Ja, keine Sorge, ich komme. Schätze Salai verschleudert mit Freuden meine schwer verdienten Florin. Er ist sicher zu Hause. Das beruhigt mich. Wegen des Geldes natürlich. Du musst mir nichts vormachen. Salai passt zu dir. Du hast meinen Segen. Leonardo da Vinci findet keine Worte? Ah, eine Premiere. Der Raum ist etwas dunkel. Hörst du das? Der Wind pfeift. Erlauben, ihre Kräfte zu nutzen. Nun komme ich wieder hier hoch. So, jetzt gehen wir mal nach rechts. Ja. Nur noch ein letzter Raum, dann sind wir im Zentrum. So. Feuer des Wissens. Korrekt. Für die Pythagoreer wird Harmonie erreicht, wenn aus der Vielfalt eine Einheit wird. Wenn viele Gedanken sich zu einer einzigen Idee kombinieren. Sehr wirksam. Sehr schön. Den ersten Schalter drücken oder ziehen oder benutzen. Was auch immer. Thank you.
könnte helfen, wenn ich stürze. Jo. Oh, wie erleuchtend. Sehr lustig. So, wieder den nächsten Schalter benutzen. Sehr schön. Nächsten Schalter benutzen. Den vorletzten müsste das sein. Kurz ein bisschen orientieren. So, und jetzt. Und los geht's. Der letzte Schalter, den wir benutzen. Einheit ist erreicht, aber die Tür öffnet sich nicht. Leonardo, komm her. Erkennst du die Symbole? Nein. Warte, das sind die Symbole, die mir damals der Edenapfel gezeigt hat. Aber die Reihenfolge, lass mich mal. Wenn ich sie neu ordne, fertig. Das ist nichts Pythagoreisches. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42 und W. Nichts. Der Hermeskult irrt sich. Die Zahl bedeutet gar nichts. Du gehst schon? Keine Zahl kann die Welt heilen. Komm, mein Freund. Ich brauche ein Schiff nach Navarre. Ich muss das mit Cesare beenden. Das richtet sich nicht an uns. Ezio, was verschweigst du mir? Woran arbeitest du sonst noch? Nun, ich habe einige Obduktionen durchgeführt.
Und König Ludwig XII. Scheint mich als Ingenieur anheuern zu wollen. Oh ja, und ich denke daran, das verbrannte Johannesgemälde nachzumalen. Salai würde wieder Modell stehen, versteht sich. Und vielleicht werde ich Frauen mit Kindern studieren, um zu sehen, wie sich ihr Körper verändert. Interessant. Erzähl mir mehr. Du kannst Desmond jetzt sedieren. Wir haben die Infos, die wir brauchten. Es ist zu spät, es ist schon passiert. Er ist in eine Art Koma gefallen. Er wird es schon schaffen. Das hat er bisher immer. Ich habe die Daten durch den Computer laufen lassen. Wir haben einen Standort für den Tempel. Worauf wartest du denn noch?